Hi alle zusammen. In meinem letzten Unboxing-Video von meiner Douglas-Box haben einige von euch darunter geschrieben, dass sie gerne jeden Monat ein Unboxing von mir sehen möchten. Und daher habe ich meine Douglas-Box noch nicht aufgemacht. Und wir machen das jetzt alle gemeinsam, wie auch beim letzten Mal. Und anschließend gibt es dann ein kleines Haul. Also ich hatte mir ein paar Sachen von Douglas bestellt gehabt und das hänge ich da noch mit dran. Ist ja auch Douglas. Und ja, hier wie immer meine Box. Ungeöffnet. Und wir machen das jetzt gemeinsam. Mein Messer. Schnibbeln wir mal auf. Ihr wisst ja das Prinzip von der Douglas-Box. Die es nicht wissen, erkläre ich es mal ganz kurz. Man schließt ein Abonnement ab, was jederzeit kündbar ist. Und das Ganze kostet 10 Euro pro Monat. Und dann kann man sich aus einer Liste von Produkten 4 Maxi-Proben aussuchen. Und zudem bekommt man immer noch ein oder zwei Originalprodukte, die sie dann selber schon festgelegt haben. Oder irgendeins davon. Ich glaube, eins nur. Und wenn man sich dann entscheidet, dieses Originalprodukt zum Beispiel nachzukaufen oder so, kriegt man nochmal 10% Rabatt. Ansonsten, wie gesagt, kann man sich die Produkte selbst aussuchen, was ich eigentlich ganz gut finde, obwohl die Wahl momentan irgendwie, die Auswahl also momentan nicht gerade berauschend ist, finde ich. Also es ist meine zweite Box erst und ich glaube, die vor ein paar Monaten, also die von Anfang an dabei waren, die hatten mehr Glück, da war mehr Besseres dabei als jetzt bei mir, aber egal. Die Douglas Box of Beauty, die kommt in so einer süßen Schachtel eigentlich, die man so rausziehen kann. Das tue ich mal beiseite. Und diesmal fühlt sich das ganz schön schwer an irgendwie. Und da drin ist dann nochmal so ein Douglas-Tütchen, was ich ganz süß finde eigentlich. Und wie schon auch im letzten Video gesagt, ich finde diese Boxen ja ganz toll. Und was ich auch schon eben erwähnt habe mit den 10% Rabatt für das Originalprodukt, könnt ihr hier nochmal erkennen. So, gehen wir auch schon rüber zu den Produkten. Aha, okay, doch. Also diesmal gibt es 2 Originalprodukte. Und dabei handelt es sich um NYX-Produkte. Finde ich eigentlich ganz gut. Hat man so zusammengeklebt. Also man hat einen Jumbo Eye Pencil und, was ist das? Glitter Cream Palette. Ich versuche das mal eben aufzumachen. Also die Jumbo Eye Pencils, ich mag die total. Ich habe schon einige Farben davon. Jetzt ist die Farbe schwarz dabei gewesen. Ein bisschen einfallsreich, finde ich, weil sie schwarz genommen haben. Aber vielleicht auch so etwas, was alle dann benutzen können und nicht irgendeine bestimmte Farbe oder so. Na okay, finde ich auch gut. Die Farbe schwarz ist 601, Black Bean. Und wie gesagt, das benutzt man als Lidschattenbase. Also man trägt es darunter unter seinem Lidschatten auf. Bei schwarz ist es ja so, damit die Farben intensivierter werden, etwas dunkler, smokiger ausschauen. Ja, und hier ist eine Glitter Cream Palette noch mit bei. Also Glitzer Creme Lidschatten. Das hatte ich vorher auch noch nicht. Und ich gucke mal, wie viel die Originalkosten stehen da, die Preise. Nee, aber soweit ich weiß, kostet das hier 4,95 und ich glaube, das kostet 6,95, wenn ich mich nicht irre. Das ist die Farbnummer Sweet Chocolate Browns. Und Leute, tut mir leid, dass ich die ganze Zeit da hingucke, aber heute stören mich meine Haare so extrem, ey. Irgendwie weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ach, lasst euch nicht irritieren davon. Ja, wie gesagt, das waren die 2 Originalprodukte, die da drin waren. Und jetzt kommen wir zu den Produkten, die ich mir selber rausgesucht habe. Also diese Maxi-Proben, Luxusproben, wie man sie auch nennt. Da war zum Beispiel die Auswahl, man konnte sich einen Nagellack raussuchen. Ich habe mir dafür, also das ist kein farbigen Nagellack, sondern von Isadora den Wonder Nail Extra Long Lasting Nagellack rausgesucht. Ist ziemlich klein, das sind 4 Milliliter da drin. Das ist eher so Nude-Ton. Doch farbig, ich habe das anders verstanden. Ja, okay, ist in Ordnung, gefällt mir die Farbe eigentlich. Ist ein schöner Nude-Ton, muss ich sagen. Die Farbe ist, tut mir leid, oh doch, hier ist, nee,
keine Ahnung, ob das die Farbnummer sein soll in Weimar, Schweden, aber ich glaube nicht. Das ist, die Farbe finde ich richtig toll. Ah nee, sorry, ich bin total verpeilt heute. Hier oben, Nude Skin, 634. Da steht's. Haha, Nagi, hat's gefunden. Ja, dann habe ich mir ein Produkt von Schwarzkopf Professional ausgesucht. Und zwar BC Bonacure Hair Therapy Moisture Kick Spray Conditioner von Normal to Dry Hair, 50 ml. Also das ist so ein Haar-Conditioner, für die Haare, wie gesagt, zum Raufsprühen, damit die Haare ein bisschen mehr Feuchtigkeit bekommen und, ja, wie der Name schon sagt, Moisture Kick. Für normales bis trockenes Haar, wir können das ja gleich mal raussprühen, mal gucken, was da drauf steht. Feuchtigkeitsconditioner für normales bis trockenes Haar, nicht ausspülen, gut schütteln. Probieren wir es ja gleich mal im Live-Test hier aus. Ja. Riechen tut's. Oh, ja. Die Haare. Doch. Werden schön weich. Ja, gefällt mir. Oh, kann sein, dass es auch so einen Glanz gibt, ne? Seht ihr das? So einen leichten Glanz irgendwie anscheinend auch. Aber die Haare werden richtig weich davon. Weil ich habe eben Haarspray reingemacht gehabt, damit sie ein bisschen Struktur haben. Und jetzt fällt das total. Mal gucken. Bin ja mal gespannt, wie das ist. Huch. Und dann habe ich mir, ist das wieder für die Haare? Ich glaube schon, von Alterna Caviar Anti-Aging Color Hold Rapid Repair Spray. Okay, Anti-Aging, Caviar Anti-Aging. Ich glaube nicht, dass das, aber da steht Color Hold drauf. Vielleicht hätte ich mir die Beschreibung lesen sollen. Ha, ja. Gute Frage jetzt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, so sieht das aus, ob das jetzt für die Haare ist oder fürs Gesicht, weil da steht Anti-Aging drauf. Und, aber mich irritiert dieses Color Hold. Also ich muss mich noch informieren, schlau machen. Ich habe das einfach nur gesehen, weil mich, wie gesagt, die Liste nicht so angesprochen hat. Habe ich einfach angeklickt, was ich da gesehen habe und einfach die Sachen in meine Douglas-Box gepackt. Und entweder ist das fürs Gesicht, also ein Anti-Aging-Dings da irgendwie, fürs Gesicht, oder es ist für die Haare. Ich werde es noch rausfinden und dann werde ich es hier irgendwo hinschreiben, hier, für was das geeignet ist. Ja, und zu guter Letzt habe ich mir so ein Parfum-Miniatur rausgesucht von Jimmy Choo, was ich sehr mag. Ich mag dieses Parfum total. Das riecht richtig, richtig gut. Da sind 4,5 Milliliter drin. Und das ist richtig süß. Guck mal, wie süß das ist. So ein kleines Fläschchen. Und ich finde, das riecht richtig gut. Oh ja, ich mag das total. Ne? Aber irgendwie kommt da nichts raus, du. Wie doof ist das denn? Wieso kommt denn da nichts raus? Oder muss man diese Sicherung hier noch abmachen? Keine Ahnung, auf jeden Fall, da kommt aus diesem Löchlein irgendwie nichts raus, gar nichts. Keine Ahnung, vielleicht muss man auch dieses Plastikding hier abmachen. Auf jeden Fall waren das jetzt meine, vier Maxi-Proben, Luxusproben, die ich mir habe ausgesucht. Super Deutsch. Ja, und diese zwei waren Originalprodukte, die da schon mit bei waren. Wie gesagt, ich sage zu oft. Ja, ich bin nicht so begeistert, auch von dieser Box nicht. Aber mal gucken, was bei der nächsten wieder sein wird. Wir geben der Box nochmal noch eine Chance. Mal gucken. Ich habe ja gesagt, ich habe ja noch ein paar Sachen gekauft gehabt bei Douglas und die wollte ich euch eben schnell zeigen. Und zwar sind das Produkte aus der neuen MAC LE, aus der Style Seeker LE und die wollte ich euch eben nochmal zeigen. Als allererstes von dem Produkt, was ich schon total begeistert bin jetzt, ist mein Blush, den ich drauf habe. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Seht ihr diesen Glow? Ich habe keinen Highlighter nochmal drauf gemacht oder so. Das ist ein Aligner, der Blush und ich finde das genial. Also das ist so ein Bronze farbener Blush, der einen super schönen goldenen
schimmerhart, wirklich. Das ist mehr so wie ein Glow, also keine Glitzerpartikel oder so, gar nichts. Also ich liebe es. Und ich liebe sowieso so bronzefarbene Blushes zu tragen, so als hätte ich Bronzer drauf. Und ich liebe diesen Blush schon jetzt. Das ist die Farbe Worldly Wealth. Worldly Wealth. Das ist ein Frost Finish, deswegen auch dieser wunderschöne Schimmer. Ich kann euch das ja nochmal swatchen. Da. Und wenn man das halt mit dem Pinsel aufträgt und ein bisschen verblendet, dann hat man diesen goldenen Sheen, was ich richtig genial finde. Ich glaube, die kosten 23 Euro. Dann habe ich mir noch einen zweiten Blush mitgenommen, was ich in meinen letzten beiden Videos drauf hatte. Und zwar den Super Continental. Das ist ein Satin Finish. Es ist so ein schöner Aprikoton. Und der ist matt. Oh, mein Handy, sorry. Der Super Continental und das ist ein wunderschöner, matter, aufbaufähiger Blush. Schöner Aprikoton. Finde ich richtig toll. Ich merke gerade, mir wird voll warm. Es gab noch einen dritten Blush, den ich total gerne gehabt hätte. Ich habe die Sachen nämlich online auf Douglas bestellt. Gleich am Montag, den 3., glaube ich, kam das raus und ich habe nämlich keine Zeit gehabt, zu unserem Counter zu gehen und deswegen, der dritte Blush war leider schon weg, der hieß Hidden Treasure und das war so ein schöner rotlich-rostiger Blush, oh, den hätte ich auch so gerne. Also wenn ich die nächsten Tage noch schaffe, in die Stadt zu gehen und beim Counter vorbeizuschauen, dann gucke ich mal, hier in Bremen sind die meisten Sachen immer nie ausverkauft, daher könnte sein, dass ich es noch kriege. Und es gab noch eine Lidschattenpalette, so ein Duo-Lidschatten, was ich gerne gehabt hätte. Und es war auch schon ausverkauft. Ja, mal gucken. Außerdem habe ich mir noch drei Lippenstifte aus der Mertin Lipstick-Reihe bestellt. Das sind ja diese matten, also diese semi-matten Lippenstifte, was ich total gern mag, weil die sind nicht so matt, dass sie die Lippen austrocknen. Und aber auch nicht irgendwie zu glossig oder cremig oder was weiß ich. Also ist wirklich genial, die Konsistenz, finde ich. Und die Farben sind toll. Ich hatte die auch schon ein paar aus der Posh Paradise LE mitgenommen gehabt, bei der LE. Und ich hatte mich dann geärgert, dass ich damals den Eden Rouge nicht mitgenommen habe. Das war so ein schöner, satter Rotton. Und ich habe den nicht mitgenommen und jetzt gab es den jetzt wieder in dieser LE und dann dachte ich so, boah, jetzt schnappst du dir den. Und dann habe ich mir noch zwei andere Farben rausgefischt. Bei dem einen bin ich nicht so überzeugt von, aber egal. Auf jeden Fall zeige ich euch erstmal Eden Rouge. Das ist, wie gesagt, so sehen diese Mattine Lipsticks aus. Da ist nicht gerade sehr viel drinnen. Die sind, ne, wie ihr sehen könnt, ist nicht gerade sehr viel drin. Das ist wirklich ein wunderschöner Rotton und die gleiten super. Das ist wirklich ein tolles Rot. Ach übrigens, ich habe gerade auch so einen Mertin Lipstick drauf. Und zwar ist der aus der Posh Paradise LA. Was ich sagen wollte, wenn ihr jedes Mal irgendwie Fragen zu meinem Outfit, zu dem, was ich trage, im Gesicht habe oder so, auf den Nägeln trage und so weiter, ich habe das immer unten in diese Infobar, in diese Infobox reingeschrieben. Klickt das auf, dann steht alles nochmal aufgelistet drin, was ich im Gesicht als Make-up drauf habe, was ich so anhabe oder Accessoire, technisch jetzt. Ja, damit ihr Bescheid wisst. So, das war jetzt Eden Rouge, was ich euch eben gezeigt habe. Wunderschöner Rotton. Dann habe ich mir die Farbe, Fashion Nomade noch geholt. Das ist ein wunderschönes Orange. Und Orange habe ich eigentlich gar nicht. Weil ich weiß nicht, ich habe mich nie dazu verleitet gefühlt, irgendwie Orange zu tragen, mehr so korallig oder peach-korallig oder so, aber richtig orange noch nie. Aber dieses Orange hier hat mich sofort angesprochen, weil es so ein warmes, dunkles Orange ist und nicht dieses knallig-sommerliche, sondern dieses warme und viel Herbst. Einfach diese beiden Farben kann ich mir gut vorstellen. Ja, und zu guter Letzt die dritte Farbe, von der ich nicht so überzeugt bin, das ist Fun Fines. Das ist ein Nude-Ton, so ein rosa, so ein rosafarbener Nude. Ton, ja, ähnelt ein bisschen den anderen Farben, die ich schon habe, aber ist auch nicht schlecht. Also mit dem Lipgloss drüber sieht das ganz gut aus. Dann, apropos Lipgloss, habe ich mir noch zwei Lipglosse aus der LE noch geholt. Habe ich mir die beiden mitgenommen, weil ich die Farben echt interessant fand. Einmal die Farbe Electric Edge. Das ist ein schöner Orange, passend eigentlich zum
passend eigentlich zum Lippenstift. Wie ihr sehen könnt, kein Glitzer oder so, aber das ist schöner, glossiger Wet-Look. Den könnte man auch gut... Jetzt bin ich da reingedutscht. Den könnte man auch gut über den orangefarbenen Lippenstift tragen. Und zu guter Letzt noch die Farbe Restless. Das ist ein wunderschöner, so rostburgundfarbener Lippenstift. Ein Hauch von Lila und goldenem Schimmer. Und diese Farbe fand ich einfach nur interessant und wollte sie unbedingt austesten. Ist etwas dunkel, aber ich finde sie so alleine sehr gut zum Tragen im Winter, im Herbst jetzt. Da. Also ich finde die Farbe richtig, richtig schön. So, das war jetzt mein Haul zu der neuen Style Seeker LE von MAC. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und ich hoffe, euch hat mein Unboxing gefallen. Und ja, bye bye.